Hey Leute, gestern kam ein neues Update von Photoshop CC 2015 heraus und ich möchte euch mal ganz schnell einen Überblick geben über die neuen Funktionen, speziell für Fotografen. Viel Spaß! Wenn man Photoshop aufmacht, dann sieht man als erstes natürlich das neue, schlanke und moderne Design und auch den neuen Import-Dialog, den man hier direkt auf der Arbeitsoberfläche hat. Man kann zuletzt geöffnete Dateien direkt wieder öffnen oder auch neue Dateien erstellen und muss nicht mehr den Umweg über die Leiste hier oben gehen. Sehr schöne Sache, wie ich finde. Außerdem hat man jetzt die Möglichkeit, die Werkzeugleiste individuell zu bearbeiten. Wenn man Werkzeuge nicht jedes Mal braucht, dann kann man sie mit einem ganz einfachen Drag-and-Drop-System hier von links nach rechts ziehen und dann sind sie halt einfach nicht mehr unter den normalen Menüpunkten zu finden, sondern hier unten unter diesen drei Punkten. Eine sehr schöne Sache, wie ich finde, denn so kann man sich sehr viel Zeit sparen, indem man nicht die ganze Zeit in seinen Werkzeugen hin und her suchen muss. Eine weitere Sache, die mir sehr gut gefällt, ist die Möglichkeit, dass man nun Schriften favorisieren kann. Und das ganz einfach, indem man Sterne vergibt vor den Schriften. Und dann kann man jetzt hier zum Beispiel einfach sagen, man möchte nur seine Favoriten angezeigt bekommen, nämlich die Schriften, mit denen man besonders gerne arbeitet und hat somit sehr, sehr schnell Zugriff auf diese Schriftarten. Im Camera Raw Filter kann man nun den Dunst-Entfernregler auch partiell anwenden. Wenn ich jetzt hier auf den Korrekturpinsel zum Beispiel gehe, dann ist die Möglichkeit hier gegeben, den Dunst-Entfernen auch hier partiell anzuwenden und ich habe die Möglichkeit nun wirklich ganz bestimmte Bereiche im Bild mit diesem Regler zu versorgen. Eine sehr schöne Möglichkeit, wie ich finde, und ich denke, das wird demnächst auch in Lightroom einziehen. Und noch eine Änderung, die vielen Fotografen gefallen dürfte. Wenn wir auf Filter gehen, dann finden wir unseren heißgeliebten Ölfarbenfilter wieder. Seit der Version CC war er ja verschwunden, jetzt ist er endlich wieder da. Man hat auf die Menge gehört und diesen Filter wieder eingeführt. Und ich kann euch ja mal kurz zeigen, wenn ihr diesen Filter noch nicht kennt, dann seht ihr jetzt mal, was der bewirkt. Ich mache hier mal die Vorschau an. Und dann werdet ihr mal sehen, was aus meinem Porträt gleich wird, wenn wir diesen Filter anwenden. Dann seht ihr schon, das wird so ein bisschen comicartig. Man muss ihn natürlich partiell anwenden, aber es ist eine super Sache und er macht sehr viel Spaß. Und eine letzte Sache, die mir sehr, sehr gut gefällt, ist der neue Exportkatalog. Wenn ich auf Datei gehe, exportieren und exportieren als, dann erscheint ein völlig überarbeiteter neuer Exportdialog, wo wir sehr viele verschiedene Einstellungsmöglichkeiten haben. Die erste Änderung ist auf jeden Fall, dass man in sRGB konvertieren kann. Eine super Sache, wie ich finde. Zweite Sache, man kann seine Metadaten direkt in diesen Exportdialog mit einbetten. Das heißt, alle Metadaten, die benötigt werden, die kann man vorher einstellen und dann werden die direkt ins Bild mit übernommen. Und außerdem hat man die Möglichkeit, jetzt das Bild direkt in einem Klick mit mehreren Größen zu exportieren. Das heißt, ich kann es hier in normaler Auflösung exportieren, dann kann ich es in halber Auflösung exportieren. Oder auch in einem Dreiviertelauflösung und so weiter. Das kann man einstellen, wie man möchte. Und auch das ist eine super Zeitersparnis und eine super Sache. Das waren die wichtigsten Neuerungen in dem Update von Adobe Photoshop CC. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn dem so ist, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.